sicher doch. Hey, versteh mich nicht falsch, Kane. Ich bin verdammt froh, dass es so gekommen ist. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Ihr müsst meine Familie da nicht einziehen. Sie kennen mich nicht mal. Kane, hör auf. Ich habe deine jämmerlichen Entschuldigungen satt. Du hast versagt. So einfach ist das. Carlos, hilf du mir. Ich kann nichts tun. Das ist eine verdammte Lüge. Ich werde für eine schöne Beerdigung sorgen. Leb wohl, Kane. Was? Ihr verschwindet? Heute Abend geht's nach Havanna. Es läuft bereits. Ab jetzt übernimmt Mute. Deine Familie kommt in einer Stunde. Kann ich bitte mit Ihnen reden? Natürlich. Ach, das glaubst du doch nicht im Ernst. Blöder Arsch! Jenny, nicht weinen. Bitte. Auf die Knie. Warte, warte. Ich muss mit Ihnen reden. Ich hätte wissen müssen, dass du es warst, du selbstgefälliges Arschloch. Wie konntest du uns das antun? Wir hatten gerade ein neues Leben angefangen. Es tut mir leid. Hätte nie gedacht, dass sie euch finden. Alles wird gut. Vertrau mir. Jenny, bitte. Sieh mich an. Baby, ich hab dir geschrieben. Dir vertrauen? Warum bist du nicht einfach tot geblieben? Nein, warte. Ich muss mit Ihnen reden. Ihr verdammten Lügner! Hey, steh auf und kämpfe! Du hättest mich mit ihnen reden lassen sollen! Du hättest mich mit ihnen reden lassen sollen! Hey, hör auf, deine Waffe! Scheiße, da sind ja noch mehr. Jenny, zieh den Kopf ein. Es ist noch nicht vorbei. Tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Viele von diesen Arschlöchern sind das. Leg sie um. Willst du mich verarschen? Lass sie nicht an Jenny ran!
sicher die Umgebung. Bin unterwegs. Und dann hauen ab! Ja, aber man weiß nie. Pass auf, ich muss mit meiner Tochter reden. Bist du verletzt? Sieh mich an. Bist du okay? Ich habe versprochen, dass dir nichts passiert. Zeig mir dein Gesicht. Alles wird gut. Bitte. Ich lasse nicht zu, dass dir jemand was antut. Ich schwör's dir. Hey! Was damals passiert ist, ich hab dir geschrieben. Kane! Was? Hör mal! Bitte. Du kannst nicht bei mir bleiben. Das ist zu gefährlich. Jetzt geh! War das wirklich eine gute Idee, sie einfach wegzuschicken? Hatte ich denn eine andere Wahl? Ich weiß nicht. Hör zu. Ich muss Dinge tun, die sie nicht sehen sollte. Also sei still. Hilf, meine Frau zu tragen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Und es tut mir leid, dass ich noch lebe. Ich schwöre. Ich werde sie finden, bevor sie Jenny finden. Ich töte sie, bevor sie ihr etwas antun. Was ist denn das? Eine Liste. Mit toten Männern wie mich, die The Seven zerstört hat. Sie wollen Rache und außer ihnen wird mir niemand helfen. Ich sollte auch auf der Liste stehen. Von wegen. Du willst keine Rache? Du willst nur am Leben bleiben. Du egozentrisches Arschloch. Ich lass dich erst aus den Augen, wenn The Seven und Retomoto tot sind. Ich weiß nicht, ob ich... Finde dich damit ab. Hör mal, meine Frau wurde vor 5 Jahren ermordet. Damals habe ich nichts unternommen. Aber diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ich will sie genauso töten wie du. Wie du meinst. Steig ein. Die Männer, die wir brauchen, sind ganz in der Nähe.